Hallo liebe Dartsportfreunde, es gibt viele Simon Whitlock-Fans und die wurden mit dem Oktober-Winmore-Launch ordentlich bedacht. Neben der günstigen 50 Euro pro Line Einstiegsvariante mit 85% Tungsten, Review dazu habe ich schon gemacht, schaut da gerne mal rein, gibt es noch die etwas teurere 75 Euro Atomized-Variante. Die ist erfrischend anders, was die Form anbelangt, aber auch Beschichtung und Grip sind eine interessante Kombi. Los geht's mit allen Eckdaten und Details, natürlich auch ein paar Würfen und am Ende sage ich euch, welche von den beiden Whitlock-Varianten mir persönlich am besten gefällt. Viel Spaß bei diesem Video! Komme ich mal zum formellen Teil. Die angebotenen Varianten der Whitlock Atomized heißen sie, also die 90% Tungsten Darts, die es zu einem Preis von 74,95 Euro zu erstehen gibt. Die gibt es in Soft Darts natürlich in 20 Gramm. Da hat das Barrel eine Länge von 45,7 mm, ist es angegeben, mit einem Durchmesser maximal von 7,7 mm. Und in Steel Darts kriegt er sie in 22 und in 24 Gramm. Barrellänge ist bei beiden 48,3 mm, wie auch immer man das messen möchte, aber glauben wir dem Ganzen mal, ich habe 48 grob gemessen, haut schon hin. Und der Durchmesser bei der 22 Gramm Variante ist auch 7,7 mm, in der 24 Gramm Variante kleinen Ticken mehr, da sind es dann 7,85. Und dann schiebe ich hier gleich noch das gemessene Gewicht mit rein. Ihr seht es auf den Bildern. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Wir sind hier noch im Match-Weighted-Kriterium bei plus minus 0,05 Gramm. Vom Schwerpunkt her Barrel-Only sehr mittig gelegen. Nach vorne sind es 23,5 mm und nach hinten 24,5. Schraube ich das mitgelieferte Setup auf aus den kurzen Winmore Vectra-Schäften, 34 mm sind die, dann haben wir vorne 27 mm und nach hinten dann 21. Zum Barrel und dem Grip-Profil, grundlegend sehr schön gemacht, an sich ja eine Torpedoform, in der Mitte halt eine dicke und nach vorne sowie nach hinten dann tapert, also schmal auslaufend. Ganz grob, die Spitze schaut 27 mm raus. Das Barrel habe ich schon gesagt, ich habe 48 mm glatt gemessen und hinten die kurzen 34 mm Winmore Vectra-Schäfte. Vom Griffprofil vorne die Nase ist eine ganz kleine Kante nur drin. Das ist bei der 50-Euro-Variante, die 85% Tungsten, ein kleines bisschen größer gewesen. Die kann man halt mit den passenden Points dann auch noch sehr schön entschärfen. Hier hat die Barrel Nose dann 3 mm, dann kommt so ein erster, ja, kleiner vorderer Griffbereich von 5 mm mit zwei Ringgrip-Elementen. Die haben in sich nochmal eine kleine Hohlkehle. Ihr seht es, denke ich, auch sehr schön hier in der Super Close-Aufnahme. Und kurzerhand nochmal eine Rille mit drin. Und all diese Rillen und Vertiefungen sind übrigens mit dieser Atomized-Beschichtung, also eigentlich so wie bei diesen MVG Exact Darts, gemacht. Sehr schön, fühlt sich so ein bisschen used, aber auch ganz leicht eben, ja, griffig an, ist nicht glatt, sondern so minimal, kleinen Widerstand spürt man, finde ich, ist eigentlich ganz angenehm. So, nicht ablenken lassen, denn wir waren ja noch bei der Barrel-Beschreibung. Dann kommt die schön gemachte Grip-Zone, das ist, glaube ich, so Winmore Aspria, erinnert mich diese Grip-Art, so leichtes Schuppendesign in so Wellenform. Und ist das versetzt zueinander? Nö, das ist vorne wie hinten im Prinzip ganz symmetrisch gemacht, auch jeweils etwas breitere Ringelemente mit, wie gesagt, dieser, ja, Aspria oder Schuppenform, würde ich es jetzt mal nennen. Und da sind das dann 13 mm für diesen vorderen Griffbereich, vier Ringe bis zum Unterbrecher, der ist glatt mit 6 mm und nach hinten nochmal der zweite Griffbereich, tapert auslaufend dann zum Schaft hin. Das sind drei breitere Ringe, auch mit dem zusätzlichen Griffprofil und zwei Abschlussringe. Und dieser Bereich macht 14 mm aus und dann gibt es hinten nochmal einen glatten Abschluss mit dem Winmore-Logo drauf von 5 mm. So, na dann. Feuer frei. Für die Whitlock Atomized. Und die fliegen schon wieder. Wie Torpedos im Fliegen. Flach und direkt auf ihr Ziel zu. Sehr schön. Ja, mal gucken, wo, wie man sie greift.
etwas hinter dem Unterbrecher. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen vor dem Unterbrecher. Leichter Linksdrall. Interessante Beschichtungs-Grip-Kombi. Auch durch die Tapered-Form kann man die auch direkt mal ein bisschen weiter vorne greifen. Ja, und quasi nach vorne ziehen. Also ich glaube für Front-Gripper auch gar nicht so verkehrt. Ich muss mit meinem Daumen immer ein bisschen aufpassen. Ich höre richtig so ein Ritz-Ritz-Geräusch hier vorne. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Nur wer empfindliche Haut hat, der raspelt sich da vielleicht ein bisschen schön glatt. Gibt es gleich noch ein Daumenpeeling dazu. Ich bin da jemand, der so ganz, ganz minimal auf den Daumen mit auflegt. Nicht so exakt zwischen Daumen und Zeigefinger. So, die Höhe passt langsam. Dann können wir ja vielleicht mal ein 301 runterspielen. Ja, einige Leute behaupten immer, der Olli spielt immer nur Cricket, aber hat Checkouts nicht drauf. Dann spielen wir uns doch da mal hin und checken dann die Nummer. Sauber ab, starten wir mit einer komischen 65 rein. Bin ja ans Stativ gekommen, macht nichts. Müsst damit leben. Dann sind wir bei 236. Sehr interessant, dass ich mit denen so schön leicht hochkomme. Aber will mich nicht beklagen, dann nehme ich nochmal die 80. Also 156, da sind wir ja theoretisch schon bei einem möglichen High-Checkout über Triple 20, Triple 20, Doppel 18. So gut wie meine Gruppen hier gerade vom Start weg laufen, ist das natürlich total drin. Wenn ich mich konzentriere. Nah dran. Ja, zieh es durch für die Triple 20 oder geht mir die Muffe und ich würde jetzt eher so auf 18er Segment gehen. Weil 54 lässt dir auf jeden Fall guten Rest, wenn ich es Triple treffe oder die Single 18 genauso. Zwei Dart Finish. Wow. Okay, es ist die Single 18, aber das ist nicht verkehrt. Haben wir 58, bleiben 98 Rest. Na dann. Glatte 60. Und gestellt. For the tops. So, und das finde ich ist doch das Schöne beim schnellen 301. Man ist direkt im Checkout-Bereich und komm, Tops habe ich schon zweimal getroffen. Also, jetzt wo ich es brauche, mache ich das doch, oder? Nö, knapp. Aber der steckt doch gut. Jetzt können sich mal die Fusion Flights beweisen. Come on. Yes! Check in 2. Also Jungs, Olli kann doch ab und zu checken. Euphorisch positiv bestätigt, da machen wir noch einen auf Exhibition Style. Ein Triple. Schade, nicht zweites Triple, aber komm, Bullseye jetzt. Kommt, ihr habt genauso dran geglaubt wie ich, oder? Also diese Darts machen auf jeden Fall Spaß. Kann man natürlich spielen, wenn man spielen kann. Ich muss aber auch sagen, wenn ich sie jetzt längere Zeit spiele, ich kriege immer ganz leicht feuchte Finger. Und da musst du schon aufpassen, dass du hier wirklich sauber greifst. Da sind sie mir manchmal doch ein ganz kleines bisschen slippy. Als Whitlock-Fan und wenn Scallop-Darts dein Ding sind, muss ich leider sagen, nehmt beide. Nein, really, Whitlock-Darts sind auf jeden Fall immer was Besonderes und auch ein Hingucker. Ich meine, wer ist denn bekannt dafür, an jedem Ding irgendwie hin und her zu schwobeln und dies und das auszuprobieren? Also, mir fallen da spontan drei Namen ein. Phil Taylor, Peter Wright und eben Simon Whitlock, der Spitzenzwobler, der Meister der Griffmuldendarts. Selbst ein Peter Wright
benutzt ja Whitlock-Spitzen oder hat auch seine mit Edding markierten Condor X-Flights mal ausprobiert. Kurzum, the Wizard is legendary. Punkt. Ach, und eine Sache muss ich hier gleich nochmal mit einfügen, wo ich die Winmore Fusion Schäfte hier auf diesem Setup auch gespielt habe. Dazu gibt es ein ausführliches Review, ich muss aber einmal kurz korrigieren. Ich habe da fälschlicherweise gesagt, das ist auch die Slim Shape, also die Nummer 6 Variante. Tatsache ist aber, das ist die Korrektur, ich komme mit den Winmore Fusion Schäften genau deswegen besser klar, weil es natürlich die größere Standardvariante Nummer 2 ist. Also Winmore Fusion gibt es schon in der großen Standardvariante, die meisten auch gerne bevorzugt spielen. Was bei mir dafür sorgt, dass der Steckwinkel nicht ganz so flach wird, ich genau die Flights anspülen kann. Und darum, bei mir persönlich, ich derzeit das Winmore Fusion Schaft Flight System favorisiere. Und damit jetzt aber nochmal zurück zu den Simon Whitlock Atomized Darts. Ich finde, ist eine gelungene Kombi aus der MVG-Exakt-Beschichtung, die ja wirklich smooth ist, sich ein bisschen used anfühlt, aber eben auch leicht griffig. Und einem Grip-Profil, wie man es bei den Winmore Espria so ein bisschen schon kennt bzw. gesehen hat. Dazu aber die Prise Wizard-Style und schon, finde ich, wird es wieder ein einzigartiger, sehr, sehr interessant zu spielender Dart. Und das finde ich eigentlich auch wieder durch die Bank weg für alle Spielertypen, außer die, die vielleicht wirklich ganz, ganz hinten am Barrel-Ende zum Schaftanfang nochmal Grip brauchen. Wobei halt dieses smoothe Beschichtung hier durchaus auch einen gewissen Halt gibt. Ach, wisst ihr was? Ich will mich gar nicht entscheiden. Ich habe beide. Und ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wofür ihr euch entscheiden würdet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich auch für ein Abo von diesem Kanal entscheiden kannst und die Glocke dann aktivieren. Denn bei Reviews dieser Art bist du dann künftig immer sofort informiert, wenn es was Neues gibt. Und ganz ehrlich, es gibt ja einen Haufen Neues. Zum Beispiel auch den neuen Darts Stammtisch Podcast. Hört da mal gerne rein. Haben wir gerade gestern Abend noch aufgenommen. Marvin und der Julian, Dart die 8 und Marvins Dart-Ecke. Und wenn ihr die Darts interessant findest oder generell die Produkte aus dem Winmore Launch, dann schau sehr gerne mal bei dartfieber.de vorbei. Da ist alles vorrätig und wird auch schnell zu dir nach Hause geliefert. Und so lange sage ich danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.